So, herzlich willkommen hier in Arzl, im Pitztal, im wunderschönen Arzl, im Pitztal. Ich stehe hier vor dem Lageplan. Wie Sie hier sehen, ist es wirklich jetzt hier auf dem Pitztal. Und da, wo ich mich hier befinde, hier ungefähr, das ist jetzt hier, wo ich mich hier befinde. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei der Ortsreportage, bei der 19. Ortsreportage hier aus Arzl, Pitztal. Herzlich willkommen aus Arzl, Pitztal, bei der 19. Ortsreportage. Und es gibt auch hier die Benny-Reich-Brücke zu bewundern. Das ist die 19. Ortsreportage aus Arzl in Pitztal. Herzlich willkommen! Und hier, Gemeindeamt, ist das Gemeindeamt von Arzl, in Pitztal, das Gemeindeamt. Feuerwehr Arzl-Pitztal mit insgesamt 3 Einsatzfahrzeugen, das hier sehen. Sport- und Feuerwehrhalle der Gemeinde Arzl-Pitztal. Auch hier eben Feuerwehrhalle Babylon von Arzl-Pitztal. Babylon von Arzl-Pitztal hier zu sehen. Hier das Sportstüberl in Arzl-Pitztal, Sportstüberl. Wir setzen unsere Reise hier jetzt fort beim Bauhof Arzl-Pitztal. Beim Bauhof Arzl-Pitztal. Hier der Fliererlerhof mit einer schönen Zeichnung drauf. Auch schöne Bauernhöfe hier zu bewundern. So, die Pfarrkirche Arzl-Pitztal ist das, die Sie hier sehen können. Pfarrkirche Arzl-Pitztal. Ich hätte Ihnen jetzt gerne die Kirche von innen gezeigt, die wird aber jetzt leider renoviert, schade. Man kommt nicht hinein in die Kirche, die hätte ich jetzt gerne von innen gezeigt. Aber schade, man kann nichts machen, dass ich die nicht von innen betrachten kann. Schade, ich hätte diese gerne von innen gezeigt, aber man kann nichts machen. So, und hier sind Sie die Kirche von innen dran. Momentan ist das eine Baustelle, die ist bis September voraussichtlich geschlossen. Also kein Kirchenbetrieb bis September. Wäre sehr schön im September zu bewundern, die Kirche hier, aber leider ist sie noch eine Baustelle, wie Sie in der 19. Ortsreportage hier aus Arzl-Pitztal sehen können. So, Sie sind aus Arzl-Pitztal, gell? Wie viele Einwohner hat jetzt in ungefähr Arzl-Pitztal? Ich glaube 3000. Und da gibt es auch eine Hängebrücke, die berühmteste, die Benny-Reich-Brücke. Ja. Und wie lang ist die ungefähr? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Also. Und was ist so an Veranstaltungen in Arzl-Pitztal so geplant in nächster Zeit? Also die Fasnacht, die ich jetzt im nächsten Jänner. Ja, ja. Und nachher bei den Schützen richtig. Also, so. Ja. Sollte das laut Corona stattfinden, wenn es nicht abgesagt wird, oder? Ja, ungefähr. Und Arzl ist auch ein Tourist, kann man sagen, also touristisch für Touristen auch ein schöner Ort, oder? Ja. Also. Und sind Sie auch im Fußballverein? Ja. SV? SBG Pitztal. Wann ist das nächste Fußballspiel? Nächstes Wochenende. Gegen? Weiß ich nicht. Also. Dankeschön fürs Interview. So, meine Damen und Herren, hier ist jetzt vorläufig der Wein einmal der erste Teil beendet. Wir sehen dann einen zweiten Teil bei der Hängebrücke in Arzl-Pitztal. Und da werde ich dann auch noch runtergehen zur Benny-Reich-Hängebrücke. Da muss dann auch von unten besichtigen. Und
Wie gesagt, Arzibital ist auch ein sehr schöner Ort. Ich werde mich dann gleich zur Hängebrücke in Art nach Arzibital begeben. Schauen wir uns das unten an, die Hängebrücke, ungefähr 20 Fuß. Ich wünsche dann viel Spaß und wir sehen uns im zweiten Teil wieder. Herzlich willkommen zum zweiten Teil. Ich befinde mich jetzt hier auf der Benny-Reich-Hängebrücke. Das ist hier die Benny-Reich-Hängebrücke, wo ich mich jetzt hier drauf befinde. So, Sie sahen jetzt wieder eine Ortsreportage hier aus Arzl-Bitztal, die 19. Und bin jetzt hier bei der Benny-Reich-Hängebrücke hinter mir. Die Benny-Reich-Hängebrücke. Und hier bin ich jetzt wieder meine Ortsreportage. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei diesem Video und wieder viele Likes. Bitte liken Sie das Video von Arzl-Bitztal und ich sage... Ich mache mich jetzt wieder rüber bei der Benny-Reich-Hängebrücke und ich sage Ciao, bis zum nächsten Mal. Das war die 19. Ortsreportage hier aus Arzl im Bitztal. Prost alle miteinander! Trinken, 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 denn die Zelle, die muss schwimmen. Pferd denkt, ciao!